Ja, herzlich willkommen, lieber Zuschauer, heute zum Thema Link Audit mit SEMrush. Und natürlich mache ich das heute nicht alleine, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen. Ihr kennt ihn mittlerweile schon. Das ist der Evgeny Sereda von SEMrush. Und als erstes würde ich dich, lieber Evgeny, bitten, dass du dich ganz kurz unserer Community vorstellst. Wie immer komme ich der Bitte von Martin Brosio nach und stelle mich ganz kurz vor. Ich bin Evgeny Sireda, ich bin Senior Marketing Manager bei SEMrush und damit machen wir erstmal Schluss und kommen gleich zum Thema. Okay, vielleicht zum Einstieg, damit wir ja alle eine Grundlage haben und wissen, worüber wir heute eigentlich reden, kannst du vielleicht in eigenen Worten ganz kurz zusammenfassen, was ist denn ein Link Audit und warum ist es eigentlich so wichtig? Ja, klar, das mache ich auch gerne. Ich habe mich wie immer vorbereitet, lieber Martin. Und ich habe mir schon gedacht, wie kann ich das am besten erklären? Und ich bin eigentlich ganz gut auf eine Idee gekommen, das als Backlinks, als Teil von unserem Organismus vorzustellen. Zum Beispiel, man könnte sich vorstellen, dass Backlinks wie eine Art Arterien und Nerven unseres Organismus, also unserer Webseite sind. Das heißt, die Arterien, das ist etwas, was in unserem Inneren sich befindet, ja, das sind die internen Links, die verbinden die einzelnen Teile von unserer Webseite, von unserem Organismus. Und das gehört dann eher zu einem internen Link Audit. Das haben wir eigentlich auch, also interne Verlinkung, interne Link Audit. Wenn es um die externen Link, also den Links von außerhalb geht, dann sind es eher die Nerven. Klar, die Nerven sind zwar auch im Organismus drin, aber eine Webseite existiert ja meistens nicht allein, sondern sie ist auch ein Teil von dem riesengroßen Organismus, das nennt sich auch das Web. Ja? Und die Signale, die über diese externen Backlinks, also über diese Nerven übertragen werden, sie können wie einer guten, so auch einer schlechten Natur sein. Und das Ziel vom Backlink Audit, und ich glaube, das ist auch so ein kleiner Unterschied. Also Link Audit würde ich eher zum internen Link Building dazu zählen und Backlink Audit, also diese Rückverweis, diese Rückverlinkung, die würde ich eher zu dem externen Link Audit zählen. Ja, das heißt, die schlechten Signale, die schlechten Backlinks wollen wir aussortieren, wir wollen sie beseitigen, damit unsere Seite auch mal gut dasteht. Und wenn unser Organismus, unsere Seite ein gutes Gesicht hat und Google sie mag, weil die Seite gut dasteht, auch guten Ruf hat, dann haben wir schon mal eine ganze Menge an Arbeit geschafft. Okay, das ist schon mal spannend. Also diese Unterscheidung hatte ich jetzt in der Vorbereitung so gar nicht auf dem Schirm, aber du hast vollkommen recht. Einen Link-Audit kann man ja eigentlich auch mit internen Links machen, weil interne Links sind ja auch ein Ranking-Faktor. Da kann man auch die Anker prüfen, wie viele interne Links ja verweisen auf wichtige Seiten oder auf unwichtige Seiten. Das stimmt. Also finde ich einen guten Input. Also das bedeutet, man unterscheidet erstmal zwischen einem internen Link-Audit und einem externen Link-Audit. Beim externen Link-Audit werden also die Backlinks untersucht, die auf meine Seite raufgehen. Die Konkurrenz wird untersucht. Und darum soll es ja heute im Speziellen gehen. Deshalb wäre jetzt meine erste Frage mal, oder jetzt schon eigentlich mit der Vorstellung meine dritte Frage, aber am Anfang eines Link-Audits steht ja die sogenannte Ist-Analyse. Wo stehe ich überhaupt mit meiner Website? Kann ich mit Hilfe von SEMrush meine Keyword-Rankings, meinen daraus resultierenden Traffic und mein eigenes Link-Profil analysieren? Kannst du uns dazu vielleicht ein bisschen was zeigen? Ja, lieber Martin, wie immer. Ich habe mich wie immer vorbereitet und ich kann einiges hier teilen und dementsprechend auch erklären. Also ich hoffe, dass das jetzt auch perfekt funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe. Siehst du das Bild von SEMrush? Ja, ich sehe es. Okay. Zuallererst, was ich jetzt allen Link-Building-Experten empfehlen würde, und den Martin zähle ich übrigens mal dazu, erstmal die Domain-Übersicht aufzurufen. Wie ihr seht, ich habe schon die Möbel.de hier oben eingegeben, also die Domain-Übersicht, nicht vergessen zu erklären, wo man das auch findet bei SEMrush. SEO-Toolkit, Domain-Übersicht, hier Möbel.de hier oben eingeben. Dann sehen wir erstmal alle Daten, die wir zu der Domain benötigen. Authority Score gehört übrigens auch zu der Bewertung der Güte des Backlinks-Profil eines Domains, aber ihr
ungefähr. Ich sage auch, warum das eher ein ungefährer Wert ist. Aber das gehört ja eher nicht zur Frage. Ich denke, wir kommen ja noch ein bisschen später dazu, wo ich das Absolut. erklären kann. Dann würde ich mir erstmal den organischen Traffic hier anschauen. Ja. Nicht zu vergessen, dieser organische Traffic wird hier eigentlich kalkuliert aus den Keywords, für die eine Domain rankt und deren Suchvolumen. Ja. Das heißt, er kann sich und wird sich auch dementsprechend von dem tatsächlichen Traffic, den ihr zum Beispiel über die Google Analytics sieht oder in der Google Search Console, der wird sich sowieso unterscheiden, weil die genauen Werte sind ja einfach unmöglich. Aber wir sehen hier erstmal die ersten Hinweise, wie sieht es oder wie sieht es mit der Domain aus. Wir sehen hier zum Beispiel den Zuwachs, wir sehen, dass die Domain wächst. Wenn wir noch weiter in die Tiefe gehen möchten, das die möchte ich mal an den Funktionen zeigen, die vielleicht auch der liebe Martin noch nicht kennt, dann klicken wir auf Wachstum. Kennst du diese Funktion? Ich kenne sie jetzt aktuell noch nicht. Genau, dann machen wir es einfach mal so. Wir vergleichen mal die Entwicklung, die Traffic-Entwicklung der Domain bezogen auf die bestimmten Zeitperioden, ja, um zu sehen, gab es da mal Probleme, wie sieht es jetzt aus? Wir vergleichen jetzt einfach mal Quartal Q4 2020 mit Q1 2021. Gut, Q1 2021 noch nicht zu Ende, aber wir machen es noch trotzdem rein exemplarisch. Wir sehen hier, okay, organischer Traffic, ich würde mal vermuten, dass der die Werte aus Q4 übersteigt. Wir sehen auch hier sehr, sehr schön, wie sich das entwickelt. Wir sehen, Q4 ist momentan noch ganz, ganz vorne, aber anscheinend in Q1 werden wir noch im März diese Werte locker erreichen. Wir sehen hier auch die Entwicklung von den Top-Positionen, Verteilung der Positionen, also wie gut, mit wie vielen Keywords eine bestimmte Seite unter Top 3, Top 4 rankt. Das ist natürlich ein guter Hinweis, um zu sehen, ob die Seite jetzt gut steht oder nicht gut steht, ob Google sie eher mag oder nicht mag. Um das Ganze mal weiter zu vertiefen, können wir uns mal in, das muss ich erstmal hier finden, genau, SEO organische Recherche gehen, auch Möbel.de hier eingeben. Hier sehen wir, bekommen wir noch mehr Insights, aber jetzt mal genau über die Keywords. Oder bezogen auf die Keywords. Wir sehen, für welche Keywords sie rankt. In dem Fall Möbel.de rankt für Möbel. Gut, das ist auch eine Keyword-Domain. In dem Fall, ja. Aber es hat ja auch nicht unbedingt mit der Keyword-Domain was zu tun, beziehungsweise sehr, sehr wenig damit was zu tun. Kommt auch eher auf die Backlinks an. Aber momentan ist unser Ziel zu sehen, wie gut steht die Domain in der organischen Suche, mit welchen Keywords rankt sie. Und ich würde mal sagen, sie rankt ja für sehr, sehr viele, sehr, sehr starke Keywords. Also mit der Domain geht es definitiv ganz, ganz gut. Ich habe ja auch ein Beispiel ausgewählt, Ja. wo ich sage, ich momentan alles eher gut ist als schlecht. Ja. Martin, du wolltest, glaube ich, was sagen. Ich will ganz kurz das mal ganz kurz einordnen für den Zuschauer, weil was Evgeni jetzt hier zeigt, ist gar nicht so uninteressant. Wenn du ein Link-Audit machst, dann musst du immer erstmal bestimmen, wo stehe ich denn aktuell? Warum ist denn das wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil viele beim Link-Audit immer vergessen, ein Ziel zu definieren. Und du kannst ein Ziel halt nur definieren, wenn du weißt, okay, der Traffic liegt jetzt dort und dort. Ich ranke auf diesen Positionen zu diesen Keywords und dann finde ich eventuell auch Keywords, wo ich sagen würde, okay, wir ranken auf Platz 4. Die möchte ich dann anschließend eben auch nach oben pushen. Und dann formuliere ich ein Ziel und sage eben konkret, okay, bis zum nächsten Quartal möchte ich den Traffic so und so anheben durch meine Backlink-Strategie. Ich möchte die und die Keyword-Rankings verbessern oder erreichen. Und das formulierst du vielleicht anhand von SMART, ja, dieser Zielformulierungstechnik. Formulierst du das im Link-Audit, um dann wirklich ein Controlling zu machen und dann am Ende sagen zu können, hey, meine Link-Aufbaustrategie auf Basis des Link-Audits hat etwas gebracht. Ich würde auch noch gerne hinzufügen, um zu verstehen, welche Keywords gut sind, welche nicht gut sind, was Brand Keywords sind und so weiter. Bitte das Video von Martin anschauen zu der Keyword-Recherche, zu den Keywords. Da erklärt er das eigentlich mal ganz, ganz gut. Ich werde hier noch ein paar Sachen zeigen, nochmal ganz schnell. Und zwar Traffic Analytics. Ganz einfach erklärt, Traffic Analytics zeigt schon eher die reellen Zahlen, ja. Der Unterschied zu den Tools davor ist folgender. Da wird der Traffic kalkuliert. Hier sind es echte Traffic-Daten, die man sozusagen einkaufen kann und hier
zeigen kann, die wir als Toolanbieter ankaufen und hier zeigen. Da kann man schon wesentlich bessere Insights und noch bessere Insights, um besser zu sagen, zu bekommen. Gut, bei möbel.de sieht man es, die Menge an Traffic ist einfach exorbitant hoch. Wir sehen aber auch, dass es auch keine Einbrüche im Suchtraffic gibt. Wir sehen es hier, Suchtraffic ist eher stabil oder steigt sogar jetzt im Laufe der Jahre. Also man kann es natürlich noch weiter ausbauen, noch weiter ausbauen, möchte ich auch nicht so weit in die Tiefe gehen. Noch ein Hinweis, vergisst bitte nicht, wenn ihr, gut, Backlink Analytics zeigen wir, glaube ich, ein bisschen später. Momentan geht es ja nur um die Keywords. Also nicht vergessen, zunächst mal Domain-Übersicht aufzurufen, da erstmal alle wichtigen Metriken auf einen Ort, auf einen Platz zu sehen. Dann in die organische Recherche zu gehen, da seht ihr erstmal genau die Keywords, die wichtig sind und seht auch die Entwicklung, wo steht ihr mit diesen wichtigen Keywords. Dann könnt ihr nochmal, das ist jetzt eher eine Option, das Ganze noch mit Traffic Analytics checken, da seht ihr aber keine Keywords, ihr seht aber schon den reellen Traffic und ihr seht und ihr könnt ihr auch hier zum Beispiel mal einsehen, ob da wirklich ein Sucht-Traffic-Problem besteht, ja oder nein und wie es momentan mit dem Traffic im Allgemeinen aussieht. Okay, ja, sehr, sehr spannend. Also du bist ja gerade auch mit der Maus da drüber und man sieht jetzt hier also Möbel.de, das wären jetzt wir, ja. Wir stellen uns jetzt einfach vor, wir sind Möbel.de und machen für Möbel.de einen Link-Audit. Also allein über die Suche kriegt Möbel.de im Oktober 2020 356.000 Besucher und Direct Traffic liegt bei 1,8 Millionen. Das ist ja schon echt, echt nicht ohne. Ja. Ja, ich würde sagen, da ist schon einiges an Brand-Traffic mit dabei. Man muss ja auch bedenken, dass hier in diesem Tool, wenn man den Such-Traffic hier anzeigt, da ist auch eine ganze Menge an Brand-Traffic mit dabei, weil dieser Traffic, diese Aufmachung hier ist ja nicht Keyword-bezogen, sondern wir sehen nur den Traffic, der jetzt über die Suchmaschinen kommt. Wir können den jetzt nicht in Brand oder unorganischen Traffic unterteilen. Also das Ja. heißt, ergo, es wird wahrscheinlich so sein, dass viele auch bei Google zum Beispiel Möbel.de eingeben. Ne? Ja, das kann gut sein. Und bei Möbel.de ist ja sowieso der Fall, dass man eigentlich, ja, man rankt ja für Möbel, ja. Und da ist auch die Frage, wird es nach der Marke gesucht oder eher nach Möbel, ja? Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Man kann Definitiv. natürlich noch ein kleines bisschen weiter in die Tiefe gehen, sich mal die einzelnen Seiten anschauen. Zum Beispiel hier sieht man, wie viel Traffic die Startseite bekommt, ja. Zum Beispiel über die Suche sind es fast 20%, was die Startseite bekommt. Und etc. pp. Ja, okay, spannend. Also, um jetzt diese Frage ganz kurz nochmal zusammenzufassen, macht am Anfang eine gewisse Ist-Analyse. SEMrush unterstützt euch da in der Domain-Übersicht. Da seht ihr schon mal eine gewisse, ja, so gewisse Kennzahlen. Dann könnt ihr aber noch in das Traffic Analytics auch reingehen und nochmal richtig. Ja, sehr naheliegende, reelle Daten zu sehen, wenn ihr tiefer einsteigen wollt. Aber auch die Domain-Übersicht gibt euch erstmal eine gewisse Übersicht, wo steht ihr überhaupt, ja. Dann geht ihr auch noch in die organische Recherche rein, guckt mal rein, okay, das Keyword wäre interessant, um darauf Backlinks aufzubauen und so weiter und so fort. Formuliert dann ein Ziel und dann gehen wir jetzt auch schon zur nächsten Frage. Und die Frage lautet, Evgeni, das Marktumfeld spielt ja auch beim Link-Audit eine zentrale Rolle. Inwiefern unterstützt mich SEMrush bei der Mitbewerberanalyse? Das ist mal so ein Fall. Ich weiß noch gar nicht, wo ich hier am besten ansetzen soll. Wir machen es ganz einfach, Beispiel von Authority Score. Jeder liebt Metriken. Metriken spielen eine ganz große Rolle, weil anhand von Metriken können wir erstmal sehen, ob etwas gut oder schlecht ist. Und das reicht ja den meisten meistens auch. Ja, wir sehen, okay, 54. Oh, das ist erstmal über 50, das ist besser als 30, dann sollte es ja nicht passen. Und da liegt man eigentlich falsch. Der Grund ist folgender: Wenn man das macht oder wenn man sagt, jetzt 55 ist erstmal gut, dann hat man erst einmal nicht den Vergleich gemacht zu seinen Konkurrenten. Denn jede Metrik ist so lange gut, bis man erstmal den direkten Vergleich zu der Konkurrenz gemacht hat. Ja. Und das weiß zum Beispiel Martin sowieso als Backlink-Profi. Er kennt ja alle diese Metriken,
die er schon zuhauf gesehen hat. Er weiß das ganz gut. Er weiß, dass auch zum Beispiel irgendwelche Links angeboten werden. Es wird gesagt, ja, der Link hat jetzt zum Beispiel, möchte jetzt über keinen Konkurrenten schlecht reden, hat jetzt einen Score von 70, ja, und viele denken, oh, das ist ja riesig, das ist ja wirklich gut, ja. Aber die Frage ist ja immer wieder, wie kommt dieser Score zustande? Was beinhaltet dieser Score? Wie sieht es eigentlich mit den anderen Seiten aus? Ich klicke erstmal hier ganz kurz auf Authority Score. Hier erstmal eine kurze Erklärung, was in Authority Score alles reinzählt. Und zwar klar, die Gesamtqualität von Domain und Einfluss auf die Suchmaschinenoptimierung. Ich erzähle es mal ganz kurz. Und zwar Anzahl der Backlinks, deren Güte, dann Traffic in der organischen Suche und anderen Daten, die darf ich jetzt leider nicht nennen, weil es irgendwie ein Betriebsgeheimnis von SEMrush ist. Aber hier steht jetzt mal was ganz, ganz Wichtiges, und zwar Traffic aus der organischen Suche. Denn Martin kann es ja noch genauer erzählen, wie man diese Scores manipulieren kann. Mit sehr, sehr vielen Backlinks. Eine Seite wird aufgemacht, bekommen sehr, sehr viele Backlinks, auch über die andere Seiten, die auch noch Backlinks bekommen, wie sagt man das am besten? Man erstellt erstmal so ein Netzwerk von Seiten, die viele, viele Backlinks bekommen. Diese Seiten verlinken dann auf die Seite und von dieser Seite werden irgendwelche Links angeboten, verkauft etc. pp. Das ist übrigens natürlich auch noch verboten, das ist auch mal sehr, sehr gefährlich, ja. Aber für die Leute, die dann eventuell diese Backlinks kaufen, die sehen dann einen sehr, sehr hohen Score. Aber die Seite selbst hat ja wenig bis gar keinen Traffic oder rankt für irgendwelche irrelevante Keywords, ja. Um dem vorzubeugen, haben wir zum Beispiel auch in Authority Score diesen Wert eingebaut, ja. Und nochmals, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, kein Score ist perfekt. Ja, das ist eine Hilfe. Wir bemühen uns zwar, unseren Score so gut wie möglich zu halten, aber perfekt ist er noch nicht. Und jetzt, sorry für diese zu lange Ausführung. Ich zeige es einfach mal, wie das jetzt mit der Konkurrenz aussieht, mit dem direkten Vergleich. Ich habe jetzt einfach mal mehr oder weniger die direkten Konkurrenten von Möbel.de aufgerufen, zu zeigen, wie es bei denen jetzt bezogen aufs Authority Score und anderen Daten aussieht. Ja, da sehen wir zum Beispiel Authority Score von Möbel 24.de liegt bei 61. Wir sehen auch, dass sie auch sehr, sehr viele Backlinks haben und wir sehen auch, dass sie 100 für 110 Keywords ranken. Ja, und monatliche Besuche liegen bei 1,7. Möbel.de hat eigentlich einen kleineren Authority Score. Hat weniger Backlinks, hat aber mehr verweisende IPs und mehr verweisende Domains, hat aber mehr Besuche pro Monat. Ja, und da stelle ich euch die Frage: Ja, wieso korreliert jetzt? Wieso hat jetzt steht der Authority Score nicht so in direkten Beziehung zu den monatlichen Besuchen? Die Frage ist ganz einfach: Das wird sehr oft nicht der Fall sein. Ja, weil es sind nicht nur Backlinks, die eine Rolle spielen, es sind noch viele, viele andere Faktoren. Das heißt, wenn ihr erstmal eine Bewertung macht, vergleicht euch direkt mit der Konkurrenz. Ihr könnt ja ungefähr sehen oder beziehungsweise weitergehen und weiter die Links analysieren nach vielen, vielen verschiedenen Kriterien. Aber hier erstmal bekommt ihr eine gute Übersicht über die Konkurrenten. Ihr wisst, ob sie jetzt mehr verweisende Domains haben, da könnt ihr mal analysieren. Ihr wisst, ob sie jetzt mehr Traffic haben, etc. pp. Und ihr wisst, ob ihr jetzt zum Beispiel mit Möbel.de, ob ihr euch ungefähr auf dem gleichen Level befindet, mal durchschnittlich. Sorry für diese lange Ausführung, ich wollte es nochmal kurz erklärt haben. Nee, absolut, sehr, sehr wichtig auch. Also das heißt, ja, lieber Zuschauer, wenn du solche Metriken verwendest wie den Authority Score, dann vergleiche ihn auf jeden Fall mit deinen Konkurrenten und hinterfrage die Metrik. Jetzt hier bei SEMrush, das ist wirklich sehr, sehr gut und gefällt mir auch wirklich gut, dass der Traffic mit einbezogen wird. Dadurch wird er natürlich etwas weniger manipulierbar. Denn wie Evgeny auch richtig gesagt hat, es gibt sehr viele Metriken da draußen. Ich will sie jetzt nicht aufzählen, aber de facto sind sehr, sehr viele einfach manipulierbar. Und deshalb muss man schon so grob wissen, wie diese Metriken sich berechnen. Was man jetzt hier aber bei der Übersicht vom Evgeny ganz gut sieht, ist, man gewinnt einen Eindruck. Also, man gewinnt auch einen Eindruck über Potenziale. Also, was ist denn überhaupt möglich, wenn ich aus dem Link-Audit
ja, ich sage jetzt mal, schlussfolgere, dass ich Links aufbaue zu dem und dem Thema. Die müssen übrigens nicht gekauft sein. Evgeni hat richtig gesagt, dass das gefährlich ist. Unterschreibe ich auch. Aber ihr könnt ja auch eine Content-Marketing-Kampagne machen. Und ihr könntet jetzt sehen, okay, schaut mal, wir sind möbel.de. Wir haben jetzt 2.600 verweisende Domains. Und Roller zum Beispiel hat eben 3.000 verweisende Domains und erreicht damit, ich muss jetzt kurz beim Traffic gucken, deutlich. Sorry. Ja, deutlich mehr Traffic. Also ihr könntet zum Beispiel, wenn ihr eine Content-Marketing-Kampagne fahrt und die gut läuft, ja, das ist jetzt sehr ins Blaue gesprochen, könnte möbel.de den Traffic fast verdoppeln. Und das seht ihr eben aus solch einer Übersicht, ja. Okay. Man kann Danke, hier nochmal Evgeny. kurz aufmachen und sehen, wo eigentlich die ganzen Keywords herkommen, wie Ja. das Ganze aufgeteilt ist. Aber das ist eher so schon ein bisschen die Experteneinsicht, ja. Ja, okay. Jetzt haben wir ja das Wort verweisende Domains und Backlinks schon irgendwie erwähnt, ne? Vielleicht für den Zuschauer, der es noch nicht ganz weiß, was der Unterschied dort ist. Kannst du den ganz kurz vielleicht nennen? Ja, aber hier ist es wirklich ganz kurz. Es gibt eine Domain und von dieser Domain können ja viele verschiedene Links auf deine Webseite verweisen. Zum Beispiel, es können Links aus dem Footer auf deine Domain verweisen. Ja, dann hast du plötzlich sehr, sehr viele Backlinks von einer Domain. Und alle diese Backlinks zählen ja dazu. Bei uns gibt es ja trotzdem eine Grenze. Ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, wie viele Backlinks das sind. Aber es ist immer noch eine Domain. Für Google ist es auch noch immer noch eine Domain. Es sind zwar viele Backlinks von der gleichen Domain, die zählen aber bei weitem nicht so Ja. wie mehrere Backlinks, wie drei Backlinks von drei verweisenden Domains, als jetzt 500 Backlinks von einer Domain. Ja, muss mal ganz kurz gesagt. Genau. Deswegen achtet immer wieder auf die niedrig verweisenden Domains und jetzt nicht unbedingt auf die Backlinks. Das ist eher unwichtigere niedrig. Ja, definitiv. Also das ist wirklich spannend, weil oftmals gucken dann Kunden so in so ein Tool rein und sagen sich, oh, die haben 434.000 Backlinks. Und dann sagst du eigentlich, nee, ihr müsst jetzt nicht so viele Backlinks aufbauen. Die haben einfach Sidebar oder Footer-Links. Interessant sind die verweisenden Domains. Und daran solltet ihr euch dann grob orientieren. Ihr wisst jetzt aber auch hier, das ist auch sehr spannend, dass die scheinbar Sidebar und Footer-Links aufbauen. Weil oftmals, scheiden sich die Geister, ob Sidebar und Footer-Links in Ordnung sind. Wenn die Top 3 Wettbewerber oder Top 5 Wettbewerber auch Sidebar und Footer-Links aufbauen, dann ist das ein Indiz dafür, dass Google das nicht abstraft und das durchaus eine Daseinsberechtigung hat. Sprich, ihr könntet dann ergo auch Sidebar und Footer-Links aufbauen. Evgeni, kommen wir kurz zum nächsten Punkt. Und zwar der wichtigste Punkt wahrscheinlich ist das Backlink-Audit. Hier bietet ihr ja eine wirklich schöne Übersicht zu diversen Punkten. Unter anderem werden die Kategorie verweisender Domains, die verweisenden Domains nach Authority Score und die Backlinks nach Ankertyp angezeigt. Kannst du unseren Zuschauern mal diese Übersicht Backlink-Audit zeigen und vielleicht ein bisschen erklären? So, sorry. So, die Frage war nochmals, bitte. Ich habe es jetzt Ja. aufgerufen, ich habe das jetzt ganz, ganz vergessen. Sorry. Also die Frage wäre jetzt, kannst du uns kurz das Backlink-Audit, was du jetzt hier hast, diese Dashboard-Übersicht, mal kurz irgendwie unseren Zuschauern näher bringen? Was sieht man dort? Gut, du hast noch ein paar Metriken gezeigt, die habe ich jetzt ein bisschen vergessen, aber ich hoffe, Aber das geh es macht. einfach durch. Ja, ich gehe einfach mal durch. Erstens, Backlink-Audits unterscheidet sich grundsätzlich von der Backlink-Analyse. Ja, Backlink-Analyse ist erstmal da, um das Profil zu analysieren, um zu sehen, welche Backlinks das sind, wie ist eine Domain verlinkt, um da jetzt mal den direkten Vergleich zu machen. Backlink-Audit ist dazu da, um das eigene Profil zu analysieren, und zwar um nach schlechten Backlinks zu suchen, nach toxischen Backlinks und diese natürlich zu bereinigen und zu entfernen. Ganz kurz erklärt, in dieser Übersicht seht ihr erstmal hier links, wie es bei euch aussieht. Ich zeige jetzt ein Beispiel von Semrush Blog und wie wir anscheinend von bösen Jungs angegriffen worden sind. Ja, den Fall zeige ich ja auch gerne. Ja, ihr seht hier erstmal euren aktuellen Zustand. Bei mir momentan gibt es nur eine toxische Domain, drei eher fragliche Domains und 775 sind okay. Die habe ich alle manuell erstmal überprüft. Hier seht ihr die Profildynamik, wie viele verweisende Domains es gibt.
in dem Fall, wie viele in Ordnung sind. Man sieht es hier dementsprechend, ja, die Zahlen, ja, das passt sogar. 700, ja, das passt. Wenn ihr, Moment, ich muss in die Backlinks hier, wenn ihr erstmal diese Zahlen hier verfolgt, die müssen ja eigentlich mit dem übereinstimmen, was euch gerade hier links angezeigt wird, ja. Und ihr könnt ja sozusagen sehen, wie viele von diesen Domains schlecht oder gut waren. Das könnt ihr hier sehen. Hier seht ihr die Gesamtanzahl. Wenn ihr noch nach unten scrollt, seht ihr auch den Zustand, den aktuellen Zustand, Jahr zurück, den historischen Zustand. Und ihr seht hier zum Beispiel, dass im Juli plötzlich sehr, sehr viele toxische Backlinks dazugekommen sind. Und ich habe fast jeden, na gut, nicht jeden Tag, aber schon mehrmals pro Woche war ich damit beschäftigt, erstmal diese schlechten Backlinks wegzuräumen. Man sieht hier, und irgendwann mal ist es ein bisschen abgeebbt. Hier, da kommen jetzt nur noch weniger dazu. Aber hier kann man jetzt sofort sehen, da fand ein Angriff statt. Da wurden wir mit bösen Links verlinkt. Ja, das gibt euch hier in dieser Übersicht, da könnt ihr auch gerne sehen. Und ihr seht auch viele Backlinks, ich dementsprechend auch disavowed habe. Hier sieht man es hier sehr schön. Das könnt ihr hier dementsprechend sehen. Ihr Ganz seht auch, kurz, darf ich ganz kurz einhaken? Du hast jetzt Disavowed schon genannt. Wir haben die Frage zwar schon später, aber ich würde sie jetzt, weil sie ganz gut passt, einfach mal in den Raum schmeißen. Kann ich jetzt diese Disavow-File auch hier im SEMrush pflegen? ja, kannst du. Das werde ich auch gerne zeigen, hier an dem realen Beispiel. Wir haben ja, glaube ich, sogar hier eine schlechte Domain. Ich hoffe, ich kann sie auch dementsprechend auch hier killen. Das wäre Ja, super, ja, das wäre super. perfekt. Ihr seht auch die Kategorien der verweisenden Domains. Das kann euch, falls ihr eher eine nischige Seite seid oder eure Seite euch, oder die Seite sich um ein bestimmtes Thema handelt, da könnt ihr zum Beispiel sehen, ob ihr jetzt auch thematisch relevant oder wie gut ihr thematisch relevant verlinkt sind. Ja. Die verweisenden Domains nach Authority Score nicht vergessen. Klar, also so hohe Werte ab 80, da würde ich mal sagen, das sind anscheinend gute Domains. Ja. Kann man davon schon ausgehen. 61, 80, okay, aber so 41, 60, sagt meine persönliche subjektive Empfehlung. Diese Domains würde ich auf jeden Fall mal durchschauen, um mal nachzuprüfen, welche Domains das sind, weil es kann ja gut sein, dass einfach nur schlechte Domains sind, die viele, viele Backlinks haben und damit irgendwann mal deren Score nach oben geschält ist oder komplett irrelevant, wie auch immer, ja, oder irgendwelche Porno-Domains sind oder mit fraglichen Inhalten, ja. Da könnt ihr ungefähr sehen, wie gut oder schlecht ihr verlinkt seid, wie momentan der Stand ist. Okay, ganz kurz, Evgeny, nur ganz kurz ein, zwei Anmerkungen. Also, was wir immer machen beim Link Audit ist, dass wir, so wie Evgeny das jetzt gemacht hat, für die eigene Seite einmal dieses Link Audit machen und dann für die Top 3 bis Top 5 Wettbewerber. Und zum Beispiel bei den Authority Score, wenn wir jetzt merken, okay, unsere eigene Seite hat die meisten Backlinks mit dem Authority Score zwischen 41 und 60, aber die Konkurrenz baut halt zwischen 61 und 80 auf, dann müssen wir im Linkaufbau darauf achten, dass wir genau eben auch solche starken Domains aufbauen. Das ist dann ein Indiz dafür, dass ihr halt relativ schwach auf der Brust seid und nacharbeiten müsst. Bei den Kategorien verweisender Domains, wie gesagt, wir analysieren ja auch die Konkurrenten. Wenn die zum Beispiel sehr, sehr viel aus dem Bereich Internet und Telekom aufbauen und wir relativ schwach dort aufgebaut sind, dann können wir dort eben auch nacharbeiten und nachaufbauen. Okay. Sehr interessant, wie ihr damit arbeitet. Also wirklich coole Insights. Ja, also wenn ihr dann Backlink-Aufbau wollt oder damit auch weit oder wenn ihr auf jeden Fall die Backlinks ausspionieren wollt, von der Konkurrenz Backlink Gap nutzen, aber das ist ein anderes Thema. Ich komme jetzt zurück zu dem zu unserem Topic. Und zwar, ihr könnt ja auch noch sehen, Backlinks nach Ankertyp. Ankertyp ist auch wichtig. Es gibt Google-Abstrafung, Google-Penalties. Da scheiden sich auch die Geister, ob es algorithmische Abstrafung gibt oder nein und wie man sie nennen sollte. Wir halten es mal ganz einfach. Es gibt manuelle Abstrafungen. Eine Person von Google oder wie auch immer oder ein Assessor kommt auf die Seite, schaut sich mal die Seite an, sagt, okay, ihr habt jetzt schlechte Backlinks. Nach irgendwelchen Kriterien auch immer hat er das bewertet. Ja, und es gibt noch diese algorithmischen Abstrafungen oder auch nicht, ja, ich nenne sie einfach mal so, das sind
Maßnahmen, die eben von dem Algorithmus von Google AdWords selbst getroffen wurden. Und die sind auch wesentlich schwieriger wegzukriegen, weil man einfach nicht weiß, wo der Fehler ist, also wo das Problem ist, ja. Bei der manuellen Abschaffung bekommt man manchmal öfters mal gesagt, ja, was Sache ist. Man weiß, okay, man hat also ein Problem und man kann so einen Reconsideration Request machen und dementsprechend auch hoffen, dass Google die Seite wieder begnadigt. Ja, hier ist es sehr, sehr wichtig, dass man das auf jeden Fall in Betracht zieht. Also die Money-Anchor-Texte sind Texte, die direkt mit euren Business-Keywords was zu tun haben. Zum Beispiel, ihr verkauft tolle Anzüge, wie es zum Beispiel der Martin Brosi macht, ja, in seinem Online-Shop. Und dann steht hierbei, habt ihr zum Beispiel viele, viele Anker-Texte, also diese Backlink-Texte, tolle Anzüge kaufen oder Männeranzüge kaufen oder sexy Männeranzüge kaufen, ja. Das sind Money-Anchor-Texte. Wenn ihr sehr, sehr viele davon habt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr abgestraft werdet, ja. Zusammengesetzt, das ist mein Beispiel Brand, also Martin Brosi, sexy Anzüge zum Beispiel, ja. Das sind zusammengesetzte Marken. Keywords wären in dem Fall, ihr seht hier, Semrush sehr, sehr viel. Im Fall von Martin Brose, es wäre Martin Brose zum Beispiel als Marke. Dann gibt es ja noch organisch dementsprechend, ihr seht hier gibt es eine kleine Hilfe, also das sind meistens Ankertexte mit hier, jetzt besuchen, Webseite etc. pp. Sonstige, die man jetzt nicht unbedingt zuordnen kann, die fallen unter anderem in diese Kategorie, würde ich aber auf jeden Fall trotzdem mal durchchecken, weil, ach, ich zeige das ja mal gleich, was man damit machen kann. Nach der URL, das heißt die URL, in dem Fall würde ja die URL von Martin Brosi Shop so lauten: kleine Werbung, achten, Achtung, HTTPS, natürlich ganz, ganz sicher, zweimal die Slash, www.martinbrosi, alles mit Strich, martin-brosi-anzüge.de/. Ja, da kommt ihr auf die tolle Seite von Martin Brosi und seinen Anzügen. Und leer, das sind eben Backlinks ohne irgendwelche Ankertexte. Da kann man den vollständigen Bericht anzeigen, sich mehr Insights holen. Okay, ganz kurz, lass mich dazu noch kurz ein, zwei Worte sagen. Scroll mal ganz kurz noch ein bisschen nach oben, dass man, genau. Also, erstmal, so Semrush macht das vollkommen automatisch, ne? Diese Anker-Text-Zuordnung, das ist natürlich mega cool, ja. Was wir früher händisch machen mussten, prüfen mussten, wie haben wir denn verlinkt, macht jetzt Semrush datengetrieben automatisch, also durchaus eine Erleichterung. Es gibt ja sogenannte Faustregeln und Semrush belegt, dass man die nicht braucht. Früher hieß es, auf 10 normalen Keywords, natürlichen Keywords, kommt ein Money-Keyword, ja. Dann werdet ihr nicht von Google abgestraft. Wenn jetzt aber die Konkurrenz zum Beispiel, die wir ja auch gescreent haben, 10% Money-Keywords hat, und alle drei haben das, dann könntet ihr jetzt sagen, hey, wir sind mit 5,7 eigentlich noch gut aufgestellt. Wir könnten tatsächlich noch Money Keywords aufbauen, ohne dass ein Quality Rater oder Google algorithmisch zuschlägt. Des Weiteren ein Hinweis zum Thema organisch. Das ist jetzt hier das Wort hier oder wie man eben so verlinkt, ja. Davon rät Google im Übrigen auch ab. Die Ankertexte sollten immer aussagekräftig sein. Also sowas wie hier kann man machen, würde ich aber tatsächlich eher versuchen zu vermeiden. Also wirklich aussagekräftige Anker. Bei der nackten URL, auch da, wenn man Linkaufbau betreibt, sollte man darauf achten, wo baut man eine nackte URL ein? Meist als Quelle am Ende des Textes. Wenn so eine nackte URL irgendwo im Text drin ist und aus dem Muster hier heraussticht, weil die anderen Links eben vernünftig verlinkt wurden und ihr nur mit einer nackten URL, dann wirkt das eben auch unnatürlich. Und das könnt ihr hier raus und dann im Vergleich zur Konkurrenz sehr, sehr gut nachvollziehen. Absolut. Cool. Habe ich sogar nichts hinzuzufügen. Alles perfekt erklärt, wie immer. Wie immer. Okay, leg los, weiter. Ja, ich werde das erstmal hier auslassen mit UGC sponsored. Oder soll ich dazu noch was sagen? Du bist Ja, der wäre Master. fürs Link-Audit eigentlich schon spannend. Ich würde dazu auch noch Okay. ganz gerne was sagen, ja. Dann, oder machen wir es so. Am besten sagst du was dazu. Okay, Du bist okay. ja der Experte und da kannst du eine ganze Menge dazu was sagen. Okay, diese Auswertung ist nämlich durchaus interessant, weil oftmals versucht man im Linkaufbau auf Do-Follow zu setzen. Wenn jetzt aber die Konkurrenten, jetzt sage ich mal, alle 50% No-Follow-Links haben,
dann kann man auch nur Follow-Links aufbauen, weil, wie gesagt, ihr wollt immer möglichst natürlich auftreten. Also nur Follow-Links generell sind nicht immer die schlechteste Wahl, weil sie A, Traffic bringen und Google selbst entscheidet, ob dieser Link gewertet wird. Und hier seht ihr einfach ein super Verhältnis, ob ihr es eben übertrieben habt im Vergleich zur Konkurrenz oder eben untertrieben habt. Okay. Ja, und da möchte ich nochmal ergänzen, es gibt ja noch diese neuesten Attribute, Sponsored und UGC. UGC ist User-Generated Content. Meistens findet man nämlich in Kommentaren auf irgendwelchen WP-Seiten etc. pp. Wenn ihr plötzlich eine große Zunahme an UGC seht, dann würde ich diese Links auf jeden Fall mal durchchecken, sich mal anschauen, ob da nicht irgendwelche, ob da nicht irgend so ein Kommentar-Spam stattfindet oder man plötzlich als Firma irgendwo heftig ausdiskutiert wird. Das kann auch gut passieren, ja. Ja, sehr guter Hinweis. Vielleicht noch ein Hinweis zum Attribut Sponsored. Was wir ganz, ganz oft erleben ist, dass Leute, und das ist vollkommen legitim, Google sagt dagegen auch nichts, vollkommen in Ordnung, ihr dürft Links kaufen, sie müssen aber gekennzeichnet sein im redaktionellen Artikel und es muss das Sponsored-Attribut verwendet werden. Was oftmals gemacht wird, ist, der Link ist gekennzeichnet als Anzeige im redaktionellen Content, aber das Attribut ist eben nicht auf Sponsored gesetzt, sondern zum Beispiel auf Follow oder No Follow. Damit sagt ihr eigentlich Google, dass sie hier gerade eine Manipulation vornimmt. Achtet bitte darauf, wenn ihr Links kauft und es ist gekennzeichnet, muss auch das Sponsored-Attribut verwendet werden. Ja, und hier möchte ich ja schon mal einen Fall zeigen, wo ich definitiv sagen kann, Semrush kauft ja keine Links, Sehr ja, gut, zeig mal. nur plötzlich wird man verlinkt. Und den Fall möchte ich zeigen, das habe ich ja heute gefunden. Wir schauen uns einfach mal die Seiten, wo wir jetzt angeblich Sponsored Backlinks haben. Ah ja, Also hier zum Beispiel SEO Escort Agentur, da haben wir niemals Links gekauft, ja. Toshen kenne ich. Der hat es verlinkt, weil er hier, der macht es ganz ehrlich, ja, er ist ein Affiliate von uns, der macht es ganz ehrlich, hat dementsprechend auch gekennzeichnet, ja, finde ich auch ganz, ganz gut. Das war, glaube ich, noch, wie gesagt, also manche Backlinks, die ihr findet und mit irgendwelchen Attributen und so weiter, da könnt ihr auch keinen Einfluss drauf haben, das machen die Webmaster selbst und wundert durch euch erstmal nicht, wenn ihr sagt, okay, da sind irgendwelche Seiten, wir haben da auch keine Backlinks gekauft, die gekennzeichnet, deren Links als sponsert, ja. Dadurch entsteht erstmal kein Problem, ja. Google würde nicht sagen, wenn ihr jetzt Backlink kauft und sind gekennzeichnet, wie es Martin gesagt hat, das ist erstmal überhaupt kein Problem für euch, ja. Nur ich würde es einfach nur in Augen behalten, weil manche Links braucht man eventuell nicht, ja. Wir gehen Ja, erstmal zurück zur Übersicht. aber vielleicht auch spannend, also gerade die Übersicht, die er hatte, wenn jetzt zum Beispiel dieser Affiliate-Partner, wenn der eben jetzt nicht, er hat es ja richtig gemacht, er hat das Sponsored-Attribut verwendet. Wenn er es eben nicht hätte, dann könnte das durchaus auch einen schlechten Einfluss haben, eben auch auf SEMrush, ne? Weil es ist eben eindeutig eine Affiliate-ID, nicht als Sponsored gekennzeichnet, in dem Fall natürlich schon. Und das könnt ihr dann eben auch prüfen. Gut, das ist auch eine gute Frage, Martin. Ehrlich gesagt, es gibt ja viele, viele Seiten im Web, die auch sehr, sehr viele Affiliates haben. Sehr oft sind es Seiten, die bestimmte Themen abdecken. Ja, ich würde es mal so sagen. Ja. Aber für diese Seiten gelten auch andere Bedingungen, weil sie in diesen, weil es gibt ja diesen, sag mal so, Such, wie sagt man es, oder man munkelt, es gibt diesen pornografischen Suchindex von Google, ja, wo sich diese Seiten befinden. Ja, hier in dem Fall, Semrush hat auch viele Affiliates. Ob diese Backlinks schaden, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der hat es gekennzeichnet, finde ich auch super. Meiner Seite absolut okay. Aber Ja. bei den anderen weiß ich, die Seiten kenne ich zum Beispiel nicht. Es ist eben auch vor allen Dingen aus Wettbewerbssicht halt interessant, weil es kann eben durchaus passieren, dass jetzt zum Beispiel ein Konkurrent von SEMrush dann eben sagen würde, hey, du verlinkst hier zu SEMrush, das ist gut für SEMrush, aber du kriegst dafür Geld, also müsstest du es auch sponsern. Also um eine Abmahnung zu vermeiden im Sinne des Wettbewerbsrechts, müsst ihr auch sponsern. Oder das Sponsor-Attribut hinzufügen. Es muss klar kenntlich sein, dass das ein gesponsorter Link ist. Und das hat er ja hier richtig gemacht. Also das ist ein super Tipp übrigens. Ja. Wegen Wettbewerbsrecht absolut, finde ich auch. Okay. Gut. Willst du uns noch was zeigen Ja, im klar, zeige ich auch gerne. Aber ich mache das ein bisschen schneller. Sorry für diese langen Ausführungen. Ist super Ich weiß, spannend. wir haben jetzt vielleicht mal nicht so viel Zeit. Ja, also hier habt ihr die Möglichkeit, hier erst einmal auf die
einzelnen Domains zu klicken auf die Anzeige. Wir klicken auf die 1 und schauen mal, was das jetzt für eine Domain ist, die als problematisch eingestuft wurde. Wir sehen, das ist irgendeine Domain, samplastic-blogspot.com. Gut, ich habe schon sehr, sehr viele Backlinks dieser Art verbannt, also disavowed, entfernt, ja, muss man sozusagen. Ich klicke da immer wieder erstmal auf Toxicity-Score, um zu sehen, wo das Problem liegt. Und sobald ich sowas sehe, das ist für mich erstmal ein Kriterium, wo ich sage, die Domain ist problematisch. Ja? Wenn man Toxicity-Score über 60, es wird ja auch rot angezeigt hier, das ist erstmal ein Problem, dann habt ihr hier auch noch viele zusätzliche, wie sagt man das am besten, zusätzliche Toxizitätskriterien, ja, oder Filter oder Kennzeichen, bei uns ist hier als Kennzeichen übersetzt, die dementsprechend in diese Bewertung reinfließen. Und die jeweiligen Toxizitätskennzeichen könnt ihr hier sehen. Das ist wirklich eine ganze Menge bei uns. Ich habe die Anzahl, die genaue Zahl habe ich jetzt leider nicht im Kopf, einfach mal vergessen. Ich wusste schon, ich habe es zusammengezählt, aber wenn wir sagen, das sind viele. Wenn ihr mit der Maus drüber geht, findet ihr auch eine ganze Menge an Hilfe. Was auf jeden Fall beim Backlink-Audit sehr, sehr wichtig ist, dann natürlich möglichst viele Quellen anzuzapfen. Ja? Um dies zu machen, könnt ihr bei SEMrush Folgendes machen. Erst einmal Google Search Console verbinden. Da bekommt ihr auch erstmal in Anführungszeichen alle Backlinks, die jetzt Google kennt. In Anführungszeichen deswegen, weil ich mir ganz sicher bin, dass sogar in der Google Search Console nicht alle Backlinks drin sind. Ich weiß nicht wieso, aber die gibt es nicht. Dann, wenn ihr Majestic-Account habt, könnt ihr das gerne mit verbinden. Und Google Analytics ist nicht direkt für die Backlinks da, sondern dazu da, um zu sehen, ob über bestimmte Backlinks auch wirklich Traffic kommt. Also Wenn Referral über, Traffic. genau. Genau, wenn da ein Referral-Traffic über einen Backlink kommt, dann wird dessen Score, Toxicity-Score dementsprechend vermindert, weil das ist anscheinend doch kein so schlechter Backlink ist. Ja, Also krass. ihr könnt dementsprechend auch die einzelnen Werte hier sehen. Gut, ich habe Google Analytics nicht angeschlossen, aus dem Grund, weil ich diese Daten nicht zeigen darf. Ja, aber würdet hier zum Beispiel auch dementsprechend den Traffic sehen und sagen, okay, anscheinend bekommt die Startseite so und so viel Traffic, hat jetzt so und so viele neue verweisende Domains bekommen, etc. pp. Und in dem Audit selbst wird der Score dementsprechend auch verbessert oder nicht verbessert. Je nachdem. Ja? Also wir gehen jetzt nochmal zurück zur Übersicht. Ich muss den zu diesem schlechten Backlink, um zu sagen, wie man den disavowt. Ich hoffe, ich habe noch nicht disavowt. Das habe ich noch nicht gemacht. Ja, also ich finde den schlecht. Hier gleich vorab gesagt, ihr braucht für ein Backlink-Audit auf jeden Fall einen erfahrenen Experten. Denn ein Tool wird niemals den Menschen ersetzen können. Das sage ich gleich. Wir können noch so gut werden. Ihr braucht einen Experten, der auch die Backlinks bewerten kann. Es gibt unglaublich viele Taktiken, um euch erstmal mit negativen Backlinks zu beschießen. Das heißt, die negativen Signale, wie ich dann vorhin gesagt habe, an Google zu liefern und zu sagen, diese Seite ist schlecht. Es gibt Content-Spam, es gibt irgendwelche Hacks, wo man sich in die Seite einhackt. Dann werden Bilder kopiert und es gibt viele Redirects, also viele, viele Taktiken. Martin kann da bestimmt eine ganze Menge mehr dazu sagen und erzählen und erklären. Aber das bedarf, glaube ich, noch eines ganzen Webinars dazu. Ja, aber wie gesagt, hier Toxizitätskennzeichen nutzen, aber immer wieder am besten noch einen Experten zu Rate holen, um zu sehen, ob das ein Link wirklich ein guter oder ein schlechter ist. Dann, sobald ihr das hier ausgewählt habt, könnt ihr hier auf die Sauerliste verschieben. Die anderen Funktionen werde ich einfach mal überspringen, wie man den Webmaster kontaktieren kann. Ist, denke ich mal, nicht so wichtig. So, den verschiebe ich jetzt einfach mal in unsere. Kleinen Moment. Genau, den habe ich jetzt hier auf die Sauerliste verschoben. Er ist dann dementsprechend auch hier in dieser Liste. Dann habt ihr hier mehrere States.
wie sagt man, die Mehrzahl vom Status? Statue. Starten, ja, keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, ja. Ihr seht ja auf jeden Fall den aktuellen Status von jeweiligen Backlinks, von den schlechten Backlinks. Ihr seht, ich hab schon wirklich eine ganze Menge disavowed. Es sind jetzt 5 Seiten mittlerweile, wirklich eine ganze Menge. Disavowed heißt hier, ich habe die Datei exportiert in dem bestimmten Format, die ich auch für die Google Search Console brauche und dementsprechend auch dort hochgeladen. Es gibt hier und wird auch niemals die direkte Verbindung zu GSC geben, weil diese Funktion sehr, sehr gefährlich ist. Wenn ihr irgendwelche oder wenn ihr jetzt mal gute Backlinks disavowt, ja, schadet ihr euch selbst. Deswegen sage ich ja, Experten zu Rate ziehen. Hier funktioniert das so, ihr exportiert die Datei. Wenn ich hier draufklicke, mache ich das, ja, dann müsst ihr das bei euch in der Google Search Console hochladen und hier nochmal bestätigen, dass ihr das gemacht habt. Dann wird auch der gesamte Score und alle Dateien aktualisieren sich. Erst Daten aktualisieren sich und erst danach seht ihr auch die aktuellen Daten, ihr seht auch den aktuellen Zustand. Das habe ich extra hier nochmal dagelassen, um euch zu zeigen, wie das funktioniert. Also hier erstmal auf Erledigt klicken, danach läuft diese Bewertung neu. Und nicht zu vergessen, ihr könnt auch hier Backlinks aus anderen Tools importieren, also aus jeder entdecklichen Quelle. Nehmt euch einfach mal alles zur Hand und ihr könnt dementsprechend auch alles sehen. Hier zu verloren und neu zeige ich auch ganz, ganz kurz. Ihr könnt hier zum Beispiel sehen, welche neuen Links dazugekommen sind, welche verloren gegangen sind. Gut, das wird ein bisschen dauern bei dieser Backlink-Menge. Ihr könnt auch nach Link-Attributen sortieren, um zu sehen, welche zum Beispiel Sponsored-Links dazugekommen sind, welche Backlinks No-Follow sind, welche Follow sind. Also man sieht hier wirklich eine ganze Menge. Und man kann hier noch zusätzliche Filter einstellen, aber das ist eher so der Advanced Level. Ja. Den lasse ich erstmal außen vor. Okay, also erstmal auf jeden Fall habt ihr mit SEMrush und dem Toxic Score eine gute Metrik an der Hand, um eine grobe Orientierung zu haben, ob dieser Link nun ja mal geprüft werden sollte oder nicht. Evgeni hat aber nicht Unrecht, einen Profi mal rüberschauen lassen. Ich weiß, es kostet immer alles Geld und man will das vielleicht auch im ja, ein bisschen sparen, aber ihr entwertet sonst wirklich Links, die euch einfach viel bringen und am Ende steigen nicht die Rankings, sondern sie fallen, weil ihr die falschen Links entwertet habt. Der Toxic Score, wir nutzen ihn wirklich sehr gerne, auch wirklich als Orientierung, ist wirklich eine coole Metrik und ihr habt ja gesehen, was da auch alles einfließt, ja, ein schlechtes Layout, also das ist schon echt mächtig, dass das SEMrush für euch automatisch erkennt, beeindruckt mich schon echt jedes Mal aufs Neue. Vielleicht noch ein, genau, diese ganzen Sachen, Kennzeichnungen, vielleicht noch eine Sache, was die Disavow-File angeht. Wenn ihr die Konkurrenten prüft und die haben jetzt zum Beispiel einen schlechten Toxic-Score, weil sie ja viele Links haben, die einfach schlecht sind, ihr wisst nicht, was die Disavowed haben. Ja, also ihr kennt ja nicht denen ihre Disavow-File. Das ist also nicht so, nur weil die rot sind, heißt das nicht, dass sie tatsächlich rot sind. Weil ich denke, darauf, diese Daten wird SEMrush nicht präsentieren. Kann es ja auch eigentlich nicht. Es kann eben sein, dass der Kunde oder derjenige Webmaster diese Backlinks disavowed hat, aber SEMrush sie natürlich trotzdem findet. Ja, übrigens alle Daten oder alle Integrationen zwischen SEMrush und allen Google-Produkten, die laufen immer so, wir holen uns diese Daten jetzt sozusagen nicht, wir zeigen diese Daten meistens und sobald die Verbindung weg ist, also ihr habt die Integration erst einmal wieder zurückgerufen, sind die Daten auch weg. Also hier bei SEMrush dementsprechend, ja. Das heißt, wir speichern die Kundendaten nicht, wir verwenden sie auch diese Daten nicht. Das ist auch verboten, muss man sozusagen. Ja. Also von Absolut. daher müsst ihr auch keine Angst haben. Nur wenn ihr zum Beispiel Banklink importiert, ist auch der Sinn der Sache, dass man diese Daten zur Verfügung stellt. Wenn ihr jetzt sagt, lieber SEMrush, holt ihr mal die Daten aus Google Search Console, also die einzelnen Backlinks. Das ist auch der Sinn der Sache, dass wir auch diese Backlinks verarbeiten können. Nur in dem Fall können wir auch sie dementsprechend verarbeiten, nur wenn wir sie geholt haben. Alle anderen Integrationen bei den anderen Tools, da läuft es immer so, dass wir nur die Daten anzeigen und mit den allen anderen Daten von uns. Okay, hast du noch was, was du uns zeigen möchtest, oder wärst du jetzt so mit der
Präsentation innerhalb von SEMrush fürs Link Audit fertig? Ich würde sagen, ich könnte hier eine ganze Menge mehr zeigen, was, also wie zum jeweiligen Toxizitätskennzeichen zum Beispiel, ja. Aber da das jetzt, oder da du dieses Thema eher für die Anfänger vorbereitet hast, würde ich das eher nicht tun, weil es sonst zu komplex wäre. Und ich kann hier nur noch eines sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte im Fall von Backlink Audit, wenn ihr das schon selbst macht, ja, dann macht es bitte nur dann, wenn ihr erst einmal das gelernt habt. Lernen könnt ihr das durch die verschiedenen Artikel, durch ja, vielleicht eigene schlechte Erfahrungen. Da kommt ihr einfach nicht drum herum. Oder ihr könnt dementsprechend auch den Experten holen. Das ist jetzt keine Werbung für einen bestimmten Experten. Also den Namen von Martin Brosi würde ich hier gar nicht nennen, auf keinen Fall. Ja. Aber muss mal also wirklich ernsthaft, das ist gefährlich. Ihr müsst das machen auf jeden Fall, weil Negativ-SEO ist eigentlich überall. Ja, also Content-Spam ist ja sowieso ein heißes Thema. Ja, und wenn ihr das vermeiden wollt und wenn ihr mit eurer Seite sicher sein wollt, dass ihr wirklich die Links habt, die ihr haben wollt und nicht von außerhalb irgendwelche Misslinks kommen, dann bitte zumindest mal zahlt, ich weiß nicht, was so eine Stunde Beratung kostet, dass man vielleicht mal drüber schaut, ein paar Tipps gibt. Das ist ein wirklich aus meiner Sicht ein gut investiertes Geld. Ja, Ja. definitiv. Also wir haben jetzt, ich habe mich im Dezember war ich beim Alexander Russ bei Evergreen Media zum Kenne ich. Interview und habe mich darüber nicht beschwert, aber habe mich halt gewundert, dass so viel, wenige Leute auch ein Link-Audit bei uns buchen, ja. Und mittlerweile ist es so, dass wir aktuell tatsächlich so um die 5 Link-Audits pro Monat machen und ausschließlich mit SEMrush führen wir das tatsächlich auch durch. Und dann eben noch die persönliche Erfahrung. Bei mir sind es jetzt 10 Jahre Linkbuilding. Da hat man einen gewissen Blick drauf. Ich kann euch aber sagen, wenn ihr damit spielt, mit dem Gedanken, da einen Experten einzuschalten, schreibt mir eine E-Mail an willkommen@impulsq.de. Ich bin mir sicher, ihr werdet überrascht sein, dass es jetzt nicht so teuer ist, wie ihr glaubt. Ja, man kriegt da immer irgendwas hin. Und wenn es nur, wie Evgeni gerade sagt, eine Stunde ist, dass man da wirklich mal rüberschaut aus dem, was ihr herausgearbeitet habt bei SEMrush. SEMrush, wie gesagt, kann ich bezüglich des Link-Audits empfehlen. Nicht, weil es gesponsert ist, weil es nicht der Fall ist. Es ist wieder eine reine Empfehlung. Und wir arbeiten eben damit auch selbst. Ich habe dazu jetzt einfach nichts mehr hinzuzufügen. Aus meiner Okay. Seite wirklich ganz gesagt, ein Backlink-Audit ist wirklich ein ernsthaftes Thema. Ja, okay. Dann fasse ich das nochmal ganz kurz zusammen, bevor wir ja in den wohlverdienten Feierabend gehen. Ihr macht am Anfang eine Ist-Analyse, schaut euch den Traffic an von euch, ihr schaut euch die organischen Keywords an. Dann geht ihr in die Mitbewerberanalyse, schaut euch mal an, wer sind eure Mitbewerber, wo ist denen ihre Standing, wo haben die eventuell Potenziale, die ihr auch aufschließen könnt, wo ihr was nachbauen könnt, wo ihr vielleicht nacharbeiten könnt. Schaut euch die Metriken oder beziehungsweise die, ja doch, man könnte schon sagen, die Metriken an, also das Do-Follow-No-Follow-Ratio, wie sind die Ankertexte verteilt, wie ist das Verhältnis zwischen verweisenden IPs und Backlinks und daran solltet ihr euch dann orientieren, wenn ihr mit Link auf startet. Wie gesagt, hier nochmal der Hinweis: Es geht nicht um gekaufte Links. Auch über Content-Marketing-Kampagnen kann man das steuern. Ja? Es ist nicht nur der Linkaufbau über Entgelt. Und dann legt ihr, wie gesagt, auch noch die Ziele fest und prüft dann nach 1, 2 Monaten einfach mal: Hey, hat es was gebracht? Hat es nichts gebracht? Dann fangt ihr auch noch an, das Linkprofil zu bewerten. Ja? Mit Hilfe des Toxic Scores habt ihr eine erste Orientierung, könnt im SEMrush dann direkt disavowen und habt hier ja eine sichere Seite, möchte ich sagen. Ihr seid dann im sicheren Hafen. Google selbst sagt, das möchte ich der Vollständigkeit halber erwähnen, dass ihr die Disavow-File nutzen könnt, wenn ihr ruhiger schlafen könnt. Google ist aber mittlerweile auch in der Lage zu erkennen, okay, das ist nun mal der Porno-Spam, der schon x-mal disavowed wurde, das disavowen wir automatisch, ja. Aber wenn ihr ruhig schlafen wollt, nutzt die Disavow-File, könnt ihr mit SEMrush exportieren. Ja, das sind so meine Eindrücke oder noch mein Schlusswort zum Thema Link-Audit. Das letzte Wort gehört aber dir, Evgeni. Ja, danke vielmals. Ich halte mich wirklich sehr kurz. Ich halte mich zurück mit langer Rede. Und zwar auf SEMrush. Das Bild ist jetzt leider nicht mehr geshared, möchte auch nicht scheren. Wir haben ja auch einen Blog und auf dem Blog gibt es ja viele, viele Artikel zu Thema Linkbuilding, Linkaufbau, Backlink-Audit. Da findet ihr auch eine ganze Menge. Das könnt ihr auch euch gerne durchlesen.
Sonst empfehle ich, leider gibt es übrigens gleich mal noch eine Bitte an dich, lieber Martin, dass du vielleicht mal der Community endlich mal eine Art PDF, White Paper zur Verfügung stellst mit allen Metriken, die du genannt hast. Das wäre natürlich super, weil das, was du erzählst, die Erfahrung, die du hast, das sollte Absolut. sich auch irgendwo widerspiegeln, zum Beispiel in einem White Paper. Ja, also wir arbeiten tatsächlich auch gerade an dem E-Book, so viel kann ich verraten zum Thema Linkbuilding. Aber vielleicht kommt auch mal irgendwann ein Kurs, aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik. An dieser Stelle erstmal wieder, Evgeni, vielen Dank für deine Zeit. Ich genieße es sehr mit dir und es macht auch wirklich viel Spaß und danke für Gleichfalls. die Insights. Gleichfalls, mein Lieber. Danke dir für die Einladung. Ja, dann habt einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich auf jeden Fall nächste Woche wieder, weil dann haben wir wieder den Evgeni am Start und haben wieder ein spannendes Thema für euch vorbereitet.